Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freunde, wir haben jetzt hier zwei Kohleminer, die hier zusammenlaufen und unsere... Wie viele sind das? Ich glaube, acht. Acht Kohlekraftwerke bedienen. Das hier oben ist leider nicht gerade geworden. Ich habe es nicht hingekriegt, aber der Rest ist soweit relativ gleich aufgebaut. Ich glaube, die letzten laufen einfach kaum. Also mit sehr, sehr wenig Treibstoff. Aber wir produzieren hier jetzt, ich glaube, 600 Megawatt. Circa 500 Megawatt. Ich habe mir aufgeschrieben, wir brauchen 230, also eigentlich mehr als genug. Deswegen würde ich das jetzt erstmal so belassen. Das bedeutet aber auch, wir müssen keinen separaten Brennstoff mehr fahren. Das läuft jetzt hier vollautomatisch. Und wir müssen uns da erstmal gar keine Sorgen mehr drum machen. Und wir können im Prinzip jetzt eigentlich nach Hause laufen. Hier noch irgendwas Wichtiges drin? Ne, habe ich nicht, ne? Wir belassen das jetzt einfach mal dabei. Hallo, mein Freund, na? Der Weg nach Hause ist leider sehr, sehr schwerlich. Das ist super nervig. Stimmt, das wollte ich, glaube ich, noch abbauen. Was ist das? Rohquarz. Wir hatten ja letztes Mal dieses Calterium gefunden. Das können wir nämlich noch forschen. Und hier bin ich letztes Mal kaum hochgekommen. Es geht weiter hier hinten lang. Ja, wir können irgendwas forschen. Das muss ich mir halt noch angucken. Ist halt auch noch so ein Ding. Und wir können gleich zusammen einmal den Strom anstellen. Und die anderen quasi erstmal abklemmen. Was ist das denn? Das ist ja cool. Da ist ein Feind, den will ich mal ausweichen. Letztes Mal musste ich mich ja hochbauen. Das war super, ein super Akt. Super nervig. Ich will einfach nur zurück in meine Base. Genau, hier ist das. Hier ist der Übergang. Nehmen wir noch ein paar Beryl-Nüsse mit. Sehr schön. Ja, cool. Wenn wir das Kraftwerk haben, dann müssen wir mal gucken, was wir als nächstes bauen. Wir brauchen da oben auf jeden Fall die Platinen und wir brauchen diese anderen Gerüste. Wir müssen wahrscheinlich gleich mal wieder ein bisschen forschen. Ganz ehrlich, ich gucke mir ja ganz gern dann auch Videos an von anderen Creatoren, die schon lange wahrscheinlich in dem Spiel drin sind. Es ist krass, wie die Sachen erzählen. Und ich habe keine Ahnung, wovon die reden, obwohl wir das gleiche Spiel spielen. Oh, shit. Geh weg. Geh weg. Oh! Oh mein Gott. Der tötet mich ja. Oh mein Gott. Was passiert, wenn ich sterbe? Au. Au. Ja. Ja. Kann ich hier hoch? Oh Gott. Lässt der jetzt von mir ab oder nicht? Wir haben noch einen ganz schönen Weg vor uns, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir mobiler werden oder sowas. Ja, einfach unserer Stromtrasse folgen. Die habe ich beim letzten Mal schon auf dem Rückweg gebaut. Ist halt ziemlich nice. Nüsse. Wir brauchen Nüsse. Aber das freut mich schon mal, dass man sich nicht mehr darum kümmern muss sozusagen. Dann kann ich halt unser Lager einfach mit gewissen Dingen, die einfach lange brauchen, voll laufen lassen für die nächsten Folgen. Das ist halt das, worauf ich so ein bisschen hingespielt habe. Denn dieses Warten teilweise und dann dabei sein müssen, weil du was nachfüllen musstest sozusagen händisch, manuell, passt für mich da nicht so ins Spiel rein. Deswegen war das, glaube ich, das Wichtigste, was wir jetzt tun konnten, erstmal den Strom zu automatisieren. Das müssen wir uns hier auch noch alles angucken. Was das hier genau bedeutet. Warum das mit Gift zusammenhängt, ob man hier irgendwelche Sachen kriegt.
Okay, man kriegt relativ schnell Schaden. Gut zu wissen. Wir haben es gleich geschafft. Ich weiß, der Weg ist weit, aber was soll ich machen? Die Kohle ist nun mal einfach erst da hinten. Und sowas müssen wir auch noch aufsammeln. Ich habe keine Ahnung, was das genau sein soll. Not enough space. Ja, können wir gleich mal gucken, ob wir es harvesten können. So, dann müssen wir jetzt Strom verbinden. Machen wir es doch mal von hier daran. Jetzt müssten wir ja richtig viel Strom bekommen, sodass wir die anderen da hinten vielleicht abreißen können. Wie viel haben wir jetzt hier? 600? 850? Wir müssen das mal ein bisschen was ausladen. So, dass wir ein bisschen Space kriegen. War jetzt nicht so viel. Was können wir denn noch forschen? Fahrzeugtransport, Schlepper. Das ist etwas, das interessiert mich jetzt noch nicht. Einfache Stahlproduktion. Dafür brauchen wir diese komischen Rahmen. Verbesserter Nahkampf. Das ist etwas, was mich wirklich interessiert. So ein Xenobasher. Ich glaube, das wird auch nochmal wichtig. Sollten wir vielleicht machen. Lass uns das mal zuerst auswählen. Dann haben wir auch wieder Platz. Also wir brauchen noch über 500 Kupferdinger und diese Platten. Aber ich freue mich, wenn wir mal Beschilderung haben. Ah, oh, schön. Wir haben genug Platten. Das würde ich auch ganz gerne einfach nochmal beschleunigen. So, das wird abgeschossen. Milestone reached. R&D inflated your pocket dimension, added an additional hand equipment slot, and have provided an improved Xeno Zapper with increased strength and range. Okay. Dann können wir das doch abbeißen. Und dann würde ich das rausnehmen. Wir nehmen die auch mal raus. Da müsste eigentlich alles laufen, ne? Eigentlich müsste alles ohne Problem auf grün sein. Es ist aber alles auf rot und steht still. Wieso? Weil der nicht verbunden ist. Und wahrscheinlich, weil die voll sind. Okay, die beiden lassen wir zur Not mal stehen. Ups. Gut, das können wir wegpacken. Dann können wir doch auch die Kettensäge wegpacken. Die brauche ich jetzt gerade nicht. So, wir haben einen Xenobasher. Das ist das MAM. Ich will jetzt aber erstmal den Xenobasher haben. Was brauche ich dafür? Okay, wir brauchen diese Rahmen. Wir müssen diese Rahmen dringend herstellen. Aber was können wir jetzt noch forschen? Genau, Quarz. Forschung starten. Bestätigt. Quarzkristalle, neue Shop-Produkte. Quarzsand. Zu teuer? Achso. Oh, dafür brauche ich Quarzkristalle. Habe ich jetzt was Neues gelernt zum... Warte mal, was ist das denn? Kann gegessen werden, um Gesundheitsmängel jetzt wiederherzustellen. Okay, interessiert mich jetzt erstmal nicht. Okay, dann müssen wir Quarz wahrscheinlich abbauen.
aus Rohquarz gewonnen wird, die Produktion fortgeschrittener Radartechnologien, hochqualitativer Displays verwendet. Okay. Alles klar. Calterium. Forschung starten. Und damit können wir Calterium-Barren machen. Und dann kommt das als nächstes. Und hier haben wir eine Kabelrutsche. Betäubungsstachel. Komm, ja, wir forschen das jetzt alles einfach. Zu teuer. Alien-Organismen. Zu teuer. Zu teuer. Forschung starten. Da brauche ich Alien-Protein. Ne, warte mal. Belohnung. Kosten. Ja, Kosten sind das. Mal sortieren, bitte. Auswählen. Das hat sich nicht geändert. Was kosten diese Rahmen denn? Das wird niemand versuchen herzustellen. Modularer Rahmen. Stahlplatten. Also die starken. Oh mein Gott, das wird heftig. Okay, wo hatte ich mir noch Eisen markiert? Hier hinten, ne? Oh, da hinten eine Fabrik dafür aufbauen. Hier haben wir noch Platten zum Bauen. Haben wir noch alles da. Das ist ja nicht ganz so weit weg. Da können wir dann das rüberziehen und hier vorne einlagern. Aber dann kriegen wir die auch zusammen. Das ist ja so das nächste. Achso, und das Ding da oben, das wollten wir mal einsammeln. Ich habe das noch nie eingesammelt. Und ich weiß nicht, was das sein soll. Kommen wir überhaupt schon hoch? Vielleicht gleich. Okay, wir müssen das hier erstmal abbauen. Kling, kling, kling. Kling, kling, kling. So, dann brauchen wir Fundamente. Zweier. Und rasten das im Weltfundament ein. Wir wollen aber auf Loop gehen. Dass wir im Prinzip hier alles voll klatschen. Okay, ich würde es aber, glaube ich, ganz gern höher bauen wollen. Von Anfang an. Wände, 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 Fundamente. So in die Richtung habe ich mir das gedacht. Ich mag dieses Zoom-Bauen. So, ich muss nur gucken, wo ich am besten hochkomme. Machen wir es erstmal hier hinten. So, dass ich da zumindest reinkomme. So, Produktion. Wir brauchen
Meiner, dafür fehlt das Zeug. Dafür brauche ich dann aber erstmal... Ne, keine Werkbank. Zwei mobile Miner. Aber das ist am schlauesten so. Und so. Okay, und dann können wir das hier vollklatschen mit Fundamenten. Und das Gute ist, jetzt können wir uns die Schnecke holen, oder was das sein soll. This semi-slug seems to emit unfamiliar energy readings, which could potentially be retrofitted into fix-it technology. A new research tree can now be accessed in the MAM. Oh. Wir machen erstmal ein großes Fundament. Jetzt habe ich die Kettensäge abgelegt, ne? Also wir brauchen verstärkte Stahlplatten. Wir brauchen erstmal... Warte mal, was war das da genau? Produktion. Das war im Fabrikator. Ich muss den einfach mal hier hinstellen. Also wir brauchen dafür 12 Eisenstangen die Minute. Bedeutet, wir brauchen hier einen Schmelzofen. Der macht uns Eisenbarren. Dahinter brauchen wir dann einen Konstrukteur. Ja, gehen wir mal so hin. Der uns Eisenstangen macht. Der macht 15 die Minute und ich brauchte 12 die Minute, ne? Das reicht dann also vollkommen aus, wenn wir das miteinander verknüpfen. Förderband, Zusammenführer. Machen wir so. So, hier machen wir das MK2-Band rein. Hä? Falsch rum gebaut. Den falsch rum gebaut. Den brauche ich eigentlich gar nicht, ne? So, eigentlich wäre ja ganz cool, wenn wir das irgendwie Förderband lift. Ich hätte auch ganz gern einen höher. So. Okay, lass schon mal Strom hier rüberziehen. Dann kann das schon mal anfangen. Das läuft dann voll. Wir machen dann noch zur Not hier mal Flüssigkeitsspeicher, okay.
ein Lager dann dazu. Ne? Weil wir Überbestand haben werden. So. Und du. Okay, damit legen wir schon mal los. Das wartet nicht. Wieso nicht? Was ist hier mit dem Strom? Haben wir hier etwa die ganze Zeit keinen Strom drauf? Hier ist kein Strom drauf. Wieso ist hier kein Strom drauf? Habe ich es hier verbockt oder was? Hier ist jetzt Strom drauf. Hm. Erstmal geht es für mich nicht nach aus, der Nummer so nebenbei. Ich will es erstmal haben, dass einfach alles produziert wird. Hübsch bauen kann ich es immer noch, umbauen kann ich es immer noch. Willst du nur, wie gesagt, erstmal produziert haben. Okay, jetzt läuft es halt auch. Das ist gut. Okay, jetzt läuft es auch rein. Das bedeutet aber 60. Was macht das MK1? Huch! Ich wollte sie aufheben. Gut, wir müssen als nächstes ja diese Stahlplatten herstellen. Da brauchen wir 3 pro Minute. Das ist eigentlich nicht ganz so viel. 2 pro Minute werden dann nur hergestellt, ne? Wollen wir es einfach gleich verdoppeln? Das bedeutet, wir machen halt noch einen Schmelzofen. Es fehlt ein Kabel. Motoren habe ich sogar noch. Zum Glück ist unser Lager nicht ganz so weit. Ich freue mich, wenn wir mobiler werden, muss ich sagen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um diese komischen Dinge, Gedöns hier kümmern. Wie viele Rotoren haben wir denn? Oh, das ist doch schön. Nehmen wir so mal 100 mit. Kabel. So, nochmal ein paar Platten hier. Dann läuft das auch, die Jute Sau.
Ja, so auf der Höhe kann man es hier komplett zubauen, diese ganze Gegend hier. Natürlich muss man die Bäume und so noch wegmachen, aber das kommt. Jep, 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 jep. Ein bisschen rutschen, springt man höher. Das bedeutet 1, 2 und 1, 2. Wir wollten doch so ein Ding machen. Zack. Das passt jetzt nicht. Schönes Ding. So sitzt es wieder. Dass wir zumindest auch gleich lernen, die Sachen richtig hinzukriegen. So, das kann dann raus. Wir packen hier einen Fusionator hin. So, dann kommt hier nochmal Strom dazwischen. Hier stellen wir Eisenbarren her. Und hier stellen wir Eisenstangen her. 15 pro Minute, 30 pro Minute. Und das kann wieder abgerissen werden. Wir brauchen hier einen Splitter. Jetzt aber. Okay. Gut. Als nächstes brauchen wir die verstärkten Eisenplatten. Die brauchen normale Eisenplatten und Schrauben. Das heißt, wir brauchen dann noch einen Konstrukteur, der mir Schrauben herstellt. Warte mal, wie viel kriegst du? 30. Dann kannst du hier 3 Schrauben herstellen. Was mache ich denn? Achso, nee, ist richtig. Ich wollte es ja hintereinander haben. Wir machen es alles erst miteinander. Man kann es natürlich noch übereinander und untereinander bauen, aber ich mache das erstmal ganz gern so. So, Schmelzofen. So passt das. Das sieht falsch aus. So sieht es besser aus. Hier kommt, wir machen hier Eisenbarren, ganz klar. Hier kommt kein Fusionator hin, sondern ein Splitter. So.
Okay. Und ihr stellt mir im Prinzip Schrauben her. Du machst schon Schrauben. Huch. Hab schon die Zeit vergessen. Wir machen das grobe Gerüst jetzt noch fertig und dann baue ich es halt noch fertig, dass zumindest da schon mal diese Stahlrahmen produziert werden. Gut, dann brauchen wir als nächstes, beziehungsweise ich muss das Ding schon wieder hier hinstellen. Drei verstärkte Eisenplatten pro Minute. Wir kriegen quasi 24 Schrauben die Minute raus, richtig? Ne, 30 Schrauben sogar. Also mal 2. Wir brauchen 6 mal Eisenplatten pro Minute Minimum. Moment. Erstmal Lagercontainer. So. Förderband Fusionator. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe ihn falsch gebaut. Das passiert. Und dann werden die Schrauben zumindest schon mal eingelagert. Okay. Wieso steht das hier still? Kein Strom. Gut, Schrauben werden gemacht. Du stellst mir Eisenplatten her. Dann brauchen wir die nächste Schmelze. Aber nochmal umdrehen. Hier kommt. Warte mal, du brauchst 30 pro Minute. Das heißt, wir brauchen hier 2 Schmelzen. Du kommst weg. So, hier kommt ein Splitter. Dann machen wir auf der Höhe.
Ach Quatsch, was habe ich denn gebaut? So von hinten einlaufen lassen. Jetzt brauchst du noch Strom, ne? So, dann wird das Eisen reingemacht. Du kriegst Strom hiervon. Dann so. Okay, du machst mir Eisenbarren. Du machst dann das und dann so. Wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. Dann machen wir hier noch einen Container hin mit... Fusionator. Okay, das heißt, wir stellen jetzt Schrauben, Gedöns und sowas her. Jetzt brauchen wir Fabricator. Wahrscheinlich zwei Stück. Okay, und du sollst verstärkte Eisenplatten herstellen. Das heißt, wir brauchen 60 Schrauben die Minute und 30 Platten. Also brauchen wir im Prinzip... Oh, wir brauchen nochmal Eisenerz, um das zu verdoppeln. Die Schrauben sind gar kein Problem. Wie viel Schrauben habe ich gesagt, brauche ich? 60 pro Minute verdoppelt so viel? Ne, 60 brauche ich für eins. Ich brauche 120. 120 Schrauben stellen wir aber auch her. Shit, ich stelle gar keine Schrauben mehr, weil die Schrauben aus... nicht aus den Dingern kommen. Oh mein Gott. Ich muss komplett umplanen, Leute. Die Schrauben werden ja aus den Dingern gemacht. Ich fress einen Besen. Wie stellt denn einer so 10? Oh mein Gott. Muss das noch weiter rausbauen? Ne, das kann ich lassen. Das heißt, wir brauchen drei Konstrukteure nochmal für die Schrauben. Ne, ich will den mittleren will ich zumindest gerade sitzen. An den ran. Da war's. Irgendwann will ich auf jeden Fall planen, das alles auch unterirdisch zu bauen.
Splitter. Jetzt bitte aber schrauben. Und hier führen wir es wieder zusammen. Oh mein Gott, das wird doch größer als ich gedacht hätte. So, jetzt aber. Ich hab's wieder völlig übertrieben mit der Zeit. Es tut mir leid. Okay, Schrauben stellen wir her. Oh mein Gott. Machen wir noch einen Lagercontainer hin. Ich werde jetzt definitiv noch die anderen Sachen fertig machen, die wir dazu brauchen. Das heißt, die Na komm. Wie heißen sie? Ne? Also mein Ziel ist dann, fertige Trasse quasi zu haben. Wir stellen jetzt die Dinge, wir stellen Schrauben her. Die Platten stellen wir dann auch her. Die sind hier hinten. Jetzt muss ich mir noch Konstrukteure hinstellen. So, dass wir dann hoffentlich eine fertige Produktionskette haben. Ihr Lieben, es tut mir leid, dass ich so viel umbauen musste. Aber wir kommen zumindest voran. Besten Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao, ciao.